Herzlich willkommen bei Pixel Knights. Wir schauen uns noch einen Trailer an. Replaced, das ist jetzt der Xbox-Trailer, aber das Game soll ja auf mehreren Plattformen rauskommen. Last Night hat lange nichts von sich hören lassen. Wer den Namen kennt, der weiß Bescheid. Und geh mal rein. Alles klar. Okay. Fast so aus wie die 70er Originalaufnahme Kamera. Aber alles Pixelart. Ja, Alles dafür zu Pixelart. digital für Originalaufnahme von der Kamera. Sehr interessant, Ist ja eher ein dreidimensional. Voxel, oder? Dann? Nee, nee, es sind ja zweidimensionale Pixel mit Sprites, also zweidimensionale Figuren. Okay, Voxel ja. ist tatsächlich, wenn es dreidimensional ist, wie zum Beispiel in Cloudpunk Okay, verstehe. oder letzten Endes auch Minecraft. Ja. Okay, aber genau, weil wir 2D, Modelle und so weiter haben. Kein Voxel, sondern Pixel Art. Genau. Ziemlich geile. Man könnte fast meinen, es ist dieser HD 2D Look, den sich Square Enix gesichert hat, aber es ist halt doch noch irgendwie auf eine eigene Art und Weise Sehr umgesetzt. atmosphärisch, sehr atmosphärisch. Ja. Doch extrem atmosphärisch, finde ich schön. Also klar, elend, aber im künstlerischen Sinne schön. Schön umgesetzt, ja. Ja. Okay. Das erinnert Gibt mich ein so bisschen Sachen. an Limbo, ob der da so hochgeklettert ist. Aber welchem Genre könnte man das jetzt? Das ist so. Sieht für mich nach einem Abenteuer aus. Okay. Könnte sein. Ja, sehr, sehr wie. Ich Du glaube, hast ja es hier diese Side-Scroller-Plattformer-mäßigen. Elemente, ähnlich wie bei Limbo. So ein Ja. bisschen Puzzle, bisschen sehr stilisiert. Und ey, wir haben 2022. Kommt dieses Jahr raus, soll dieses Jahr rauskommen. Nicht mehr lange, ja. Würde ich persönlich ziemlich gut finden. Die Frage ist, wann? Also Timing ist jetzt entscheidend, weil wir haben noch Triangle Strategy, Ja. wir haben Sea of Stars. Also wenn Ja. das gleichzeitig mit Sea of Stars rauskommt, spiele ich Sea of Stars. Ich glaube, das ist so ein Game, weil bei der atmosphärischen Dichte. Das kannst du nicht lange aufrechterhalten. Also ich denke, das wird kein langes Spiel, sondern ein So, liebes dass man es Spiel. einfach zwischendurch mit einem. Genau. Ich würde fast auf Sommer tippen. Obwohl bei Pixel Art Spielen, die kommen meist immer noch mal. Ich würde auf 2023 tippen. Meinst du echt, dass es verschoben wird? Naja, also ich meine, ich weiß nicht, wann es kommt. Die haben das hier, 21 E3. Ich weiß nicht, wann es kommt. aber ich glaube, das wird so 3, 4, 5 Stunden gehen, das Game. Und das ist sowas, was man vielleicht im Stream spielen kann oder also würde sich anbieten. Oder dass man dazu halt ein kleines Let's Play so macht, atmosphärisch. Aber die atmosphärische Dichte hat mich komplett gepackt. Das sollten wir uns mal wirklich vornehmen, vielleicht zu zweit dann zu zocken. Ja. Am besten im Stream, würde ich sagen, Genau. oder? Also, wenn es dann draußen ist. Zum Trailer selbst, also ich fand ihn gut, wie gesagt, da kommen für mich noch andere Highlights, deswegen würde ich dem jetzt nicht unbedingt den Vorzug geben, aber prinzipiell auf jeden Fall auf der Genau. Game-List, die es nicht gibt, aber jetzt Die gibt. Wunschliste, genau. Ja. Also, du bist ja sowieso mehr so der nicht Science Fiction, sondern der RPG? Fantasy Fantasy? Fan RPG, ja, Fantasy Fantasy ist RPG-Fan. so, ja. Ich bin mit Science Fiction immer ganz zufrieden. Ja. Ich freue mich Ich da würde drauf. sagen, du zockst dann. Genau. Ich glaube, diese cinematischen Geschichten sind nicht das Gameplay. Ich glaube, das Ja, sind so Sequenzen und das klar, Gameplay ist ja. dann das Geklettere und so ein Hm, bisschen na, der Kopf. wird doch springen können und schießen, denke ich mal. Wir werden sehen. Wir werden Ja. sehen. Und vielleicht seht ihr es gemeinsam mit uns. Genau, alles klar. Bis dahin haltet die Ohren steif und bis bald.